Biologische Membranen sind für Zellen lebenswichtig. Ohne sie wäre das Leben auf der Erde nicht vorstellbar. Die Markierungen geben an, wo Membranen eine wichtige Rolle spielen. Nur dank ihnen kann eine Zelle alle ihre Leistungen erbringen. Besonders gut verstehen lässt sich das am Beispiel der Zellmembran. Sie umgibt die gesamte Zelle lückenlos wie eine Haut. Damit bildet sie eine Grenze zwischen innen und außen. Membranen erfüllen scheinbar widersprüchliche Funktionen, denn sie müssen gleichzeitig trennen und verbinden, abgrenzen und austauschen. Links befindet sich die Außenseite der Zelle, rechts das Zytoplasma. Die trennenden Eigenschaften bewirken, dass alle lebenswichtigen Moleküle im Innern der Zelle eingeschlossen bleiben, also dort, wo die Zelle sie braucht. Gleichzeitig schützt die Membran vor unerwünschten Molekülen in der Umgebung, beispielsweise vor ausgeschiedenen Abfallstoffen oder Toxinen. Die verbindenden Eigenschaften übernehmen Membranproteine. Sie decken verschiedene Funktionen ab. Unterschiedliche Formen der Energieerzeugung erfolgen über Membranen hinweg, beispielsweise die Atmungskette in den Mitochondrien oder die Lichtreaktion der Photosynthese in den Chloroplasten. Mithilfe von Transportproteinen kann die Zelle Moleküle aufnehmen oder abgeben. Rezeptorproteine binden Signalmoleküle auf der Außenseite und leiten die Informationen ins Innere der Zelle weiter. Manche Membranproteine tragen Polysaccharide auf der Außenseite und ermöglichen damit Zellen, sich gegenseitig zu erkennen. Dank den Zell-Zell-Kontakten halten die einzelnen Zellen zusammen und können gemeinsam einen vielzelligen Organismus aufbauen. Vereinfacht lässt sich sagen, die hier blau-gelb gezeigten Membranlipide vermitteln die trennenden Eigenschaften einer Membran, während die grünen Membranproteine verbindende Aufgaben wahrnehmen. Membranlipide bilden die Grundstruktur von jeder Membran. In wässriger Lösung lagern sie sich zusammen und erzeugen eine Lipid-Doppelschicht, auch Bilayer genannt. Eine Schicht Membranlipide liegt links, die andere rechts. Weshalb sie sich so organisieren, verraten ihre chemischen Eigenschaften. Ein Membranlipid wird meist als Kreis mit zwei Linien dargestellt. Es besteht aus zwei unterschiedlichen Bereichen. Der blaue Kopf ist hydrophil oder wasserliebend. Aufgrund seiner Ladungen und polaren Gruppen ist er gut wasserlöslich. Gleichzeitig wird er dadurch schlecht fettlöslich. Deshalb ist er auch lipophob oder fettunlöslich. Die beiden gelben Schwänzchen sind lipophil oder fettliebend. Als lange Kohlenwasserstoffe sind sie apolar und gut fettlöslich. In Wasser hingegen lösen sie sich nicht. Das macht sie hydrophob oder wasserabweisend. Damit hat ein Membranlipid ein hydrophiles und ein lipophiles Ende. Es gibt drei verschiedene Gruppen von Membranlipiden: die Phospholipide, Glykolipide und Sterole. Sie unterscheiden sich zwar in ihrem Aufbau, trotzdem verfügen sie alle über einen hydrophilen und einen lipophilen Anteil. Wenn sich Membranlipide in Wasser lösen, möchte der gelbe lipophile Teil der Moleküle den Kontakt mit den Wassermolekülen vermeiden. Auf diese Weise entsteht eine erste Schicht von Membranlipiden. Damit auch die Enden der Moleküle keinen Kontakt mit Wasser haben müssen, lagern sich zwei Schichten zusammen. Jetzt haben alle lipophilen Bereiche ausschließlich Kontakt mit anderen lipophilen Bereichen. Das stabilisiert den Bilayer und hält ihn zusammen. Gleichzeitig können die hydrophilen Köpfchen mit dem umgebenden Lösungsmittel Wasser interagieren. Der Prozess erfolgt spontan und erfordert keine Energie. Alle notwendigen Eigenschaften und Informationen sind in den Molekülen enthalten. Bei der Entstehung des Lebens dürfte das die Bildung der allerersten Zellen unterstützt haben. Eine Membran alleine bildet zwar noch keine lebensfähige Zelle, aber sie ist eine wichtige Voraussetzung. Und sie entsteht ohne weiteres Zutun aus sich selbst heraus. Ein erster wichtiger Schritt war getan. Tatsächlich können die lipophilen Bereiche den Kontakt mit Wasser erst dann komplett vermeiden, wenn sich die blattförmige Membran zu einem Kreis bzw. einer Hohlkugel schließt. Im Innern befindet sich jetzt eine wässrige Lösung, die vollständig getrennt ist von der ebenfalls wässrigen Umgebung. Eine solche Struktur nennt man ein Vesikel.
Die dreidimensionale Darstellung des Membranlipids Phosphatidylcholin zeigt, dass es näherungsweise stäbchenförmig ist. Das unterstützt die gleichmäßige Anordnung der Moleküle in der Lipid-Doppelschicht. Oben bei den farbigen Atomen befindet sich der hydrophile Kopf, die beiden grauen Ketten unten bilden den lipophilen Anteil. Die durchsichtige Silhouette verdeutlicht, wie viel Raum das Molekül tatsächlich beansprucht. Sie können dieses Molekül und alle folgenden auch selbst im Browser untersuchen. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung des Videos. Cholesterol, auch Cholesterin genannt, ist ein Lipid in tierischen Membranen. Es ist ebenfalls stäbchenförmig und ordnet sich damit gut in den Bilayer ein. Bei Pflanzen und Pilzen kommen sehr ähnliche Moleküle vor. Sein hydrophiler Kopf befindet sich oben beim roten Sauerstoffatom. Der grau-weiß gehaltene Rest des Moleküls umfasst den lipophilen Kohlenwasserstoffanteil. Hier sind 200 Phosphatidylcholin-Moleküle in einem Bilayer organisiert. Und sie bilden gemeinsam eine Membran. Die farbigen Bereiche, oben und unten, sind die hydrophilen Regionen. Der graue Bereich dazwischen ist lipophil. Ober- und unterhalb der Membran kann man sich die Wassermoleküle denken. In der elektronenmikroskopischen Aufnahme sehen wir die Zellhülle der Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae. Oben befindet sich das Zytoplasma, gefolgt von der Zellmembran und Zellwand. Membranen sind mit 8 bis 10 Nanometer ausgesprochen dünn. So dünn, dass man 10.000 Membranen übereinander legen müsste, um die Dicke eines Blatt Papiers zu erreichen. Betrachten wir die Membranlipide am Beispiel der Phospholipide noch etwas genauer. Cholin ist ein Aminoalkohol und erscheint auch in der Bezeichnung Phosphatidylcholin. Phosphat ist charakteristisch für alle Phospholipide und gibt der ganzen Gruppe ihren Namen. Glycerin bildet das Rückgrat des Moleküls und eine Art Anker für die anderen Komponenten. Es ist mit zwei Fettsäuren verästert. In diesem Beispiel hier mit Palmitin und Stearinsäure. Es können jedoch auch andere sein. Der Kopfbereich des Moleküls ist hydrophil, weil er mit den umgebenden Wassermolekülen in Wechselwirkung treten kann. Ihm stehen gleich drei verschiedene Wege offen, mit den Wassermolekülen zu interagieren. In diesem Beispiel sind die beiden Ladungen die stärksten Kräfte, die zur Wasserlöslichkeit beitragen. Weil Wassermoleküle ein Dipolmoment besitzen, werden sie von den Ladungen angezogen. Dadurch bildet sich eine Hydrathülle um die Ladung herum, die aus zahlreichen Wassermolekülen und mehreren Schichten besteht. Die verschiedenen Elemente wie Kohlenstoff, Phosphor, Sauerstoff und Stickstoff besitzen eine unterschiedliche Elektronegativität. Sie bewirken innerhalb des Moleküls lokale Ungleichgewichte in der Ladungsverteilung, die man als Partialladungen oder Dipolmomente bezeichnet. Partialladungen sind schwächer als vollständige Ladungen, ermöglichen aber trotzdem eine Interaktion mit den Dipolmomenten der Wassermoleküle. Die Sauerstoffatome besitzen freie Elektronenpaare. Damit können sie Wasserstoffbrücken mit den Wassermolekülen bilden. Wir wissen jetzt, wieso der Kopf hydrophil ist. Doch weshalb sind die Fettsäuren lipophil und damit wasserabweisend? Der gelbe Teil des Moleküls ist lipophil, weil er keine Interaktionen mit Wassermolekülen eingehen kann. Sind die Wassermoleküle unter sich, können sie Wasserstoffbrücken untereinander ausbilden. Am Übergang zu den lipophilen Fettsäuren ist das nicht möglich. Löst man Membranlipide in Wasser, bilden die Wassermoleküle eine Art Käfig um den lipophilen Bereich herum. Dadurch werden die Wassermoleküle gezwungen, einen geordneten Zustand anzunehmen. Man sagt auch, ihre Entropie nimmt ab. Dieser Prozess erfordert Energie. Dieses Membranlipid bewirkt, dass weitere Wassermoleküle in einen geordneten Zustand mit geringerer Entropie übergehen müssen. Wenn sich zwei gelöste Membranlipide aneinander anlagern, verkleinert sich die Oberfläche des Käfigs. Die grünen Wassermoleküle können die geordnete Struktur verlassen und gewinnen ihre Freiheit zurück. Dabei wird Energie frei
und die Entropie steigt. Den Vorgang bezeichnet man als hydrophobe Wechselwirkung. Die treibende Kraft der hydrophoben Wechselwirkung stammt ausschließlich aus den Wassermolekülen, die dadurch ihren geordneten Zustand verlassen können. Das Lösungsmittel Wasser zwingt die Lipidmoleküle, sich zusammenzulagern. Die hydrophobe Wechselwirkung ist keine Anziehung, die zwischen den Lipidmolekülen wirkt. Damit ist sie auch keine intrinsische Eigenschaft der Lipidmoleküle, sondern wird von den umgebenden polaren Wassermolekülen hervorgerufen.